So Leute, willkommen zurück zu Fußball Manager 17. In der letzten Folge haben wir es nicht geschafft, gegen Frankfurt Punkte zu holen oder drei Punkte zu holen. Punkte haben wir geholt, unentschieden haben wir gespielt. Kurzes Stößchen. Sind jetzt mit sehr vielen Leuten gleich auf oben in der Tabelle und das gefällt mir nicht ganz so gut, aber gegen eine spannende Liga hat niemand etwas. Es haben sich ein paar Sachen getan. Unser Krauer hat ein Spielerbild. Dazu kann ich direkt sagen, wenn ihr auch ein Spielerbild haben möchtet, schickt mir ein Foto von euch, ja, wo man eigentlich gut sowas ausschneiden könnte, wie der Krauer jetzt gerade hat. An die E-Mail-Adresse findet ihr, wenn ihr in meinem Kanal auf die Kanalinfo geht. Da findet ihr meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir gerne Bilder hinschicken. Zu eurem Jugendspieler, dann bitte auch nochmal den Namen natürlich von dem Jugendspieler, den ihr bekommen habt. Dazu, zu den Jugendspielern, ich habe einen Fehler gemacht, ja. Ich habe dem Torwart aus San Marino, ja, den hatte ich dem Marek gegeben. Ich hatte ihn aber an den, wie hieß er jetzt gleich, an den Luis vergeben gehabt, aus Versehen. Tut mir leid für dich, Terratox, kriegst einen Jugendspieler, sobald einer frei ist, und es tut mir leid an dich, Marek. Ich hatte dich nicht auf meiner Liste, deswegen habe ich aus Versehen den Spieler weitergegeben. Jetzt ist wieder alles so wie vorher. Danke an, ich glaube, Jerry war es. Er hat mich daran erinnert, dass ich da den Fehler gemacht habe. Danke dafür. Und ich würde sagen, es geht weiter Richtung Pause. Länderspielpause haben wir jetzt gerade. Ich habe mal einfach ein Freundschaftsspiel gegen Kickers Offenbach organisiert. Wir werden einfach mal die Leute spielen lassen, die momentan noch Spielpraxis brauchen unbedingt. Wellnesszentrum ist fertig. Das ist sehr, sehr schön. Reißen wir nicht ab, sondern bauen eher weiter aus. Jetzt müssen wir erstmal die medizinische Abteilung ausbauen. Alles klar. Dadatschow ist wieder fit. Gießen erreicht Trainingsziel. Sehr schön. Ich habe euch ja leider vergessen zu verleihen. Tut mir auch leid, aber das geht weiter sobald. Aber wir müssen hier nochmal ausbauen. Dafür müssen wir erstmal die Fitnessparcours ausbauen. Also unsere Infrastruktur, was das Ganze angeht, ist echt bescheiden. Muss man ehrlich sagen. Aber da werden wir uns jetzt voll drauf konzentrieren, dass wir die weiter ausgebaut bekommen. Wir haben auch noch so krank viel Budget dafür. Deswegen werden wir da auf jeden Fall einiges Geld auch in die Infrastruktur dieses Jahr investieren. Ich denke, das wird höchste Zeit, dass da ein bisschen was an Geld reingesteckt wird. Gut, dann reden wir nochmal mit unseren Leuten jetzt. Können wir ja gerade mal gut machen. Wir haben keine Feinde mehr. Unsere Teamdynamik sieht sehr gut aus. Muss man mal so sagen. Können wir ihm irgendwas anderes noch sagen? Nee. Camp. Modest. Modest habe ich übrigens jetzt gehört, dass angeblich jetzt eine erneute Ablösesumme von, ich glaube, 30 Millionen im Raum steht aus China. Ich meine, sind keine 50 Millionen, aber 30 Millionen, da kann man, denke ich, auch ganz gut drüber nachdenken, Modest für das Geld zu verkaufen. Da kann der FC auf jeden Fall ein paar neue Leute holen, die dann gegebenenfalls den Kader qualitativ noch ein bisschen breiter machen. Und ich denke, das wäre gar nicht so schlecht, ja. Ich denke, das kann der FC gerade jetzt, wo es nach Europa geht, nächste Saison, ganz, ganz gut gebrauchen. So, wir ändern hier gerade mal alles auf unser Warmspiel oder unser, ja, wie nennen wir es, Saisonvorbereitungsdingen. Und was haltet ihr von den Transfers, die bis jetzt stattgefunden haben? Kann man ja gerade mal so in den Raum werfen. Nein, Kämpf geht nicht. Zum Beispiel so ein Gnabry zu Bremen oder ein Tolisso, Gnabry zu von Bremen zu Bayern oder ein Tolisso zu den Bayern, das habe ich jetzt mitbekommen. Viele andere Transfers habe ich noch gar nicht mitbekommen, ich weiß nicht. Muss ich noch mal ein bisschen nachgucken, noch mal ein bisschen recherchieren drüber. Aber es sind ja schon einige passiert. Was haltet ihr von denen? Lass uns da mal ein bisschen in den Kommentaren drüber quatschen. Und wir gehen jetzt in den Scout hat nichts zu tun. Warum hast du nichts zu tun? Okay, er hat uns noch über Sanabria einen
Bericht geschrieben, aber du gehst jetzt mal bitte wieder Jugendscouten. Ja, du sollst ja auch was zu tun haben. Gut, dann haben wir unsere Aufstellung soweit gemacht. Golovin ist mit der Nationalmannschaft weg, alles klar, dann spielt Golovin jetzt gerade nicht. Gegen die Kickers aus Offenbach, das machen wir mal per Sofortberechnung. 1-0 Dadaschow, sehr schön. Sieht doch ganz ordentlich aus, oder? Oh, 1-1. Okay, Dadaschow rastet aus. Okay, jetzt ist, glaube ich, vorbei, das Spiel. Gut. Co-Trainer lassen wir mal wechseln. Wir lassen unsere Leute auf der Bank auch mal aufwärmen. Dass sie aufgewärmt sind, wenn der Co-Trainer wechselt. Heieieiei. Heieieiei. 6-1 schon. Ja, kann man, glaube ich, machen, ein 6-1 im Freundschaftsspiel gegen die Kickers Offenbach. Zu Hause natürlich. Und ich denke, Dadaschow hat heute richtig gut gespielt, oder? Kann man so sagen. 3 Tore und eine Vorlage von ihm, 2 Tore von Oliver Torres. Also das kann man, glaube ich, so stehen lassen, dass das eine sehr, sehr gute Partie war. Gehen wir weiter. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch das Spiel gegen Leverkusen mit reinnehmen. Wir haben ja momentan ziemlich schwere Gegner. Finde ich. Also unsere Vorbereitung oder unser Auftakt in die Liga war nicht gerade einfach. Wendell wieder mit 2 Toren für die zweite Mannschaft, gewinnt 3-0 gegen die von Lautern. Krass. Krass. Also unsere zweite Mannschaft ist momentan echt unaufhaltsam. Fast, kann man schon sagen. Wir machen einfach mal immer weiter Freundschaftsspiele auch. Und falls wieder die Fragen kommen, also wenn mich jetzt noch jemand fragt nach diesem Video, warum ich denn in der Regionalliga Südwest spiele und nicht in der Regionalliga West, dann zeigt das mir ganz klar, dass ihr die anderen Folgen nicht geguckt habt, denn ich habe es schon mal gesagt, ich habe keine Ahnung, warum wir hier so sind in der Liga, und ich werde trotzdem noch fast unter jedem Video gefragt, also ich habe einfach keine Ahnung, warum wir in dieser Liga gelandet sind, aber jetzt habe ich außersehen meine Hand auf meine Tastatur fallen lassen, wollte ich gar nicht. Keine Ahnung, warum wir hier sind. Ich weiß nur, dass wir momentan ziemlich durchmarschieren. Genauso wie die zweite von Mainz. Und Elversberg. Elversberg hat auch noch ein Spiel weniger. Kommen aber trotzdem nicht an uns ran, weil sie schon einmal verloren haben. Also wir sind momentan mit unserer zweiten echt am Durchmarschieren. Was ich sehr begrüße, weil ein Aufstieg in die dritte Liga wäre super für unsere Mannschaft. Und Dion Wendel ist echt ein krasser Torschütze für unsere zweite. Kommt aus unserer Jugend, nachdem wir ihn quasi geholt haben von Viktoria Köln. Oder haben wir ihn in die zweite Mannschaft geholt? Ne, ich glaube in die Jugend, oder? Oder war er schon die ganze Zeit da? Auf jeden Fall ist er ein krass guter Torschütze. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter, bevor die Folge jetzt hier 30 Minuten lang wird. Richtung Leverkusen. Zweite Mannschaft gewinnt wieder 6-0 im Freundschaftsspiel. Sané fällt aus. Verletzt. Innenband. Irgendwas. War, glaube ich, auch nicht bei der Nationalmannschaft. Hat sich im Training also verletzt. Ne, den verkaufen wir mal nicht. Krauer ist wieder fit. Sehr schön. Bittencourt. Angebot abgelehnt. Und Sané fällt 2 Wochen aus. Leute. Da bauen wir schon die ganze Zeit unsere Sachen aus, dass die Leute sich weniger verletzen. Und sie verletzen sich trotzdem immer wieder. Das nervt so krass. Das nervt echt übertrieben. Gut. Leverkusen. Jetzt gilt's. Derby. Schon wieder. Und wir lassen dann auch mal wieder die Leute spielen, die denn spielen sollten. Ja, Gnabry jetzt rückt auf für Sané. Ist auch nicht so krank viel Unterschied. Zwischen Heinz und Sörensen werden die Innenverteidigung übernehmen. Ich denke, Sörensen werden wir mal für Wanyama für Sörensen einwechseln, damit der eine Pause bekommt. Und auch Hector, denke ich, bekommt heute mal eine Pause. Dafür, denke ich, lassen wir mal, obwohl es ist scheißegal, ob wir Hector oder Gerhard spielen lassen. Die haben beide 89 Frische. Das heißt, ich würde sagen, wir würden so in die Partie reingehen. In der nächsten Partie werden wir dann in der Euroleague, in der Champions League werden wir ein bisschen rotieren auf jeden Fall.
Da werden dann die Leute spielen, die in der Liga nicht so viel zum Zug kommen. Habe ich mir so gedacht, dass wir ein bisschen im Europawettbewerb rotieren werden. So wie man es normalerweise mit dem Torwart macht. Ne, da wird dann auch Fabianski spielen. Im Europapokal quasi. Und da werden dann auch noch ein paar andere Leute spielen, die momentan ja vielleicht nicht ganz so viel Spielzeit bekommen. Da werden wir dann mal gucken, wie es aussieht, wer wenig Einsatz bekommen hat bis jetzt. Ich denke da so ein Golovin zum Beispiel. Oder ein Kempf, ja, der dann Stamm spielt. Aligi zum Beispiel. Ja, das sind alles auch Leute, die wir spielen lassen wollen. Und die sollen auch ihre Einsätze bekommen. Und ich denke, da ist der. Sind die Pokalspiele, denke ich, ganz gut für. Vor allem auch für Aligi, der sehr, sehr, sehr lange verletzt war. Denke ich, wird das eine ganz gute Möglichkeit sein, wieder zu alter Stärke zu kommen. Ja, und dann können wir sowieso, wenn die Leute ein bisschen mehr zu ihrer alten Stärke gefunden haben, können wir, denke ich, auch besser rotieren. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel gegen Leverkusen. Hector nicht wirklich in einer guten Form. Sehen wir heute zu, dass das besser wird. Haben wir keinen Weiser? Wo ist Weiser? Ach, Weiser spielt gerade, ist gerade auf links eingesetzt. Nee, wir lassen Weiser Stamm spielen. Und nehmen dafür Plattenhardt mit, der nicht so ultra in Form ist. Aber Aligi ist auch ein bisschen müde, deswegen nehmen wir Plattenhardt jetzt mit. Ich habe überlegt, ob wir jetzt Aligi spielen lassen. Aber er ist ein bisschen müde. Und Timo Werner bekommt die Sonderbewachung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Leverkusen. Ja, es wird ein Derby. Es wird ein anstrengendes Spiel für uns. Danach gegen Tottenham. Also wir haben hier ein ziemliches... Nehmen wir das. Ein ziemlich straffes Programm. Ja. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Leverkusen. Bis gleich. So Leute, willkommen zum vierten Spieltag der Bundesliga. Wir sind schon wieder im vierten Spieltag. Echt krass. Wir spielen heute zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen und Erzrivalen. Ja, das ist immer so eine Sache. Leverkusen direkt mal mit einer überragenden Möglichkeit. Arangis, schöner Distanzschuss aus 20 Metern. Ja, und da macht Arangis erstmal aus 20 Metern einfach mal so in der ersten Minute Schnips. Das 1:0. Was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Was zur Hölle? Unglaublich. Also, ja, mit so einem Tor rechnet, glaube ich, niemand. Und Arangis haut das einfach mal so raus. Ja, da kann man dann auch wenig machen. Baumann ist noch geflogen. Jetzt natürlich Leverkusen mit der Überhand. Wir sind, denke ich, sichtlich geschockt. Davon dürfen wir aber eigentlich nicht sein. Sagen wir mal, dass sie draufgehen sollen. Und möglichst versuchen hier, das Spiel nochmal in unsere Hand zu bekommen. Und wir sehen das von den Noten her. Das ist Katastrophe. Gyrassi macht das Spiel jetzt aber mal schnell, legt den Ball rechts rüber auf Gnabry, der flankt hoch vors Tor, Leno ist da, lenkt in höchster Not zur Ecke. Also der Einzige, der bei uns richtig überragend ist, ist Oliver Torres. Mitchell Weiser bringt die Ecke rein, Raphael klärt, dann gewinnt Geis Zweikampf gegen Gnabry, befördert den Ball vor den Strafraum. Der landet bei den Füßen von Oliver Torres, der nimmt ihn an, zieht entschlossen ab. Modest steht in der Schussbahn, fällt hier mit der Hacke ab. Leno chancenlos. Wollert hatte das Abseits aufgehoben. Drinne. 1-1. Unglaublich. Wir kriegen aus der Situation, kriegen wir einfach die Möglichkeit und das 1-1. Echt unglaublich. Jetzt immer wieder ein bisschen besser am Drücker. Welch ein Schuss. Werner 30 Meter. Baumann weist sein ganzes Können auf. Lenkt den Ball an über die Latte. Eieiei. Was ein Spiel hier. Was ein Derby. Unglaublich. Was ein Derby. Ja, unsere Leute müssen sich jetzt echt mal zusammenreißen langsam. Kein ernsthaftes Problem. Die nächste Ecke von Geis für Baumann. Also unsere Leute müssen sich jetzt echt langsam mal zusammenreißen, weil Leverkusen kommt hier echt zu oft an Möglichkeiten. Bittencourt legt den Ball in die Mitte gut ab. Auf den rechten Seite durchgebrochenen Gyrassi. Jetzt zieht ab, versenkt den Ball unhaltbar links unten. Oh, Leute, so langsam wird's. Wir sagen nochmal, gut gemacht, Leute. Das war sehr, sehr geil. Fans sind aus dem Häuschen.
feiern die Übernahme der Tabellenführung. Ja, ich glaube, Leverkusen sogar einer der Leute mit oben, ne? Ja, Leverkusen ist einer der Leute, die ganz mit oben dabei sind. Hui, Volland hatte Baumann überwunden, stand aber zum Glück für uns im Abseits. Und Baumann heute wieder überragend. Da muss man gar nicht drüber reden. Aber unsere Abwehr gefällt mir überhaupt nicht gerade. Echt nicht. Eieiei. Heinz klärt nicht entscheidend. Werner sprintet dazwischen. 1 gegen 1 Baumann. 2-2. Also heute die Defensive gefällt mir überhaupt nicht. Ja, was ist das da von... Was ist das da von Baumann? Von Heinz meine ich. Was soll das, Leute? Was soll das? Schöne Kopfballverlängerung von Torres auf Modest. Der wird aber von Raphael aufmerksam ins Abseits gestellt. Ja, momentan ist das echt noch zu wenig. Ich meine, wir machen zwar oder haben zwar 2 Tore gemacht, aber auch 2 kassiert. Weiser flankt rechts. Raphael blockt zunächst mit der Hüfte ab. Oliver Torres spielt erneut raus zu Weiser. Den nächsten Versuch hat Leno. Das war erschreckend belanglos und das ist irgendwie so die große Überschrift von uns, diese Halbzeit. Wir machen zwar die Tore, aber wenn wir sie kassieren auch hinten, dann bringt uns das nichts. Und es ist wirklich erschreckend belanglos. Vor allen Dingen die Noten sprechen auch irgendwie nicht so wirklich für das Ergebnis. Ich meine, wenn man 2-1 vorne ist oder sich so wieder zurückkämpft, dann sollten die Noten doch ein bisschen besser sein, meine ich. Wir lassen den Co-Trainer mal entscheiden, was er macht, vor allen Dingen Heinz, und die Defensive wird hier motiviert. Ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. Wir gehen auch so weiter in die zweite Halbzeit. Ich meine, wir machen ja kein schlechtes Spiel, ne? So ist es ja nicht. Auch Leverkusen, bei denen sieht es genauso aus. Timo Werner als einziger mit einer guten Note. Bei uns ist keiner, außer Baumann, der mit einer guten Note. Wir haben trotzdem unsere Möglichkeiten genutzt bis jetzt. Schussversuch von Oliver Torres aus 15 Meter. Leno kann den aber entschärfen. Ja, und Timo Werner wirklich der, den wir hier nicht unter Kontrolle bekommen. Geist schickt Werner, Baumann hat aufgepasst, kommt weit aus dem eigenen Tor heraus. Klärt aber. Guter Angriff von Leverkusen über rechts. Heinz kann die Hereingabe von Werner, aber mit einer starken Aktion klären. Ja, Heinz jetzt, ja, sowas möchte ich öfter sehen. Wenn er jetzt mal ein bisschen besser spielt. Also wir sind aber vorm Tor, haben wir noch so ein bisschen, ne, Ungereimtheiten, finde ich. Ja, es funktioniert noch nicht ganz so gut. Der Torschütze ist im 1-0, hat sich verletzt. Muskelverhärtung, ich hoffe, es ist nicht so lange verletzt. Hört sich nicht an, als wäre es eine sehr lange Verletzung. Volland mit der Möglichkeit, nachdem er Dominik Heinz hat aussteigen lassen. Also Heinz werden wir gleich auswechseln, der gefällt mir heute überhaupt nicht. Baumann muss schon wieder retten. Ja, wir lassen unsere Leute noch ein bisschen aufwärmen und dann werden wir auf jeden Fall Dominik Heinz auswechseln. Der gefällt mir heute überhaupt nicht. Also, ja, der ist ein bisschen unter seinem Leistungsniveau, lässt sich da sehr, sehr oft verladen. Ja, das kann einem nicht gefallen als Trainer. Dann würde ich sagen, wechseln wir auch noch Bittencourt aus. Ne, wir haben gerade Gnabry. Bittencourt, denke ich, wird ausgewechselt. Ist nicht sonderlich so überragend in Form, aber mit einer 3,5er Leistung ist das okay. Wir wechseln mal Pulisic ein. Und hoffen das Beste. Wir hoffen mal, dass Pulisic da vielleicht noch ein bisschen vorne wirbeln kann. Kommt vielleicht auch nochmal wieder so ein Traumeinwechslung raus, wie das letzte Mal. Wo er dann auf dem Feld war. Verwirrung im Strafraum der Leverkusener. Keiner steckt den Ball weg. Schnappt sich Gyrassi die Kugel. Aber Baumann, Leno ist zur Stelle. Schade. Nicht Baumann. Baumann ist unserer. Nächste Möglichkeit. Schuss von Modest wird von Raphael zur Ecke abgefälscht. Ecke von Weiser. Schlägt hoch und auf den Elfmeterpunkt. Gerade so ist Leno nicht weiß, ob er rauskommen soll. Gyrassi kommt zum Kopfball. Aber verfehlt das Tor. Und ich denke, unser letzter Wechsel wird auch im Sturm sein. Wir werden jetzt auch nochmal wechseln. Modest geht raus. Dalatschow kommt rein. Ja. Muss jetzt einfach klappen. Chambers kommt rein für Henrichs. Eieiei. Also auf der Seite auch nochmal der Defensivwechsel bei Leverkusen. Wir wechseln offensiv. Ich glaube, das ist ein Hint oder ein Zeichen, in welche Richtung es gehen soll. Wanyama nochmal mit der gelben Karte. Auch keine so gute Partie heute von ihm. 4,5er Bewertung.
Ja, also Werner setzt uns da schon sehr unter Druck vorne. Muss man schon sagen. Max auch nochmal ausgewechselt für Rausch. Ja, ich denke, da sieht man die Richtung ungefähr. Ein Witz, Gnabry hebt deutlich vom Zweikampf ab. Überhaupt nicht berührt, aber es gibt die gelbe Karte. Gnabry, das ist eigentlich nicht der Weg, den wir gehen wollen. Torres zirkelt den Freistoß rechts vors Tor. Leno bleibt auf der Linie. Gürassi verpasst im Getümmel nur knapp. Und schon wieder Gürassi, der knapp verpasst. Also wir hatten jetzt so viele Möglichkeiten. Callum Chambers tankt sich rechts durch. Zieht nach innen, sucht den Abschluss. Keeper pariert den Schuss. Abpraller verpasst Timo Werner nur knapp. Mann, was ist das heute, ey? Das ist so... meh. Schon wieder. Das ist meh. Kemp zeigt sich als fairer Sportmann. Castro hatte sich verletzt, spielt er ins Aus. Aber auch Kemp heute auch nicht so gut. Also generell unsere komplette Mannschaft nicht wirklich gut. Ja, es steht zwar 2-2. Wir hatten Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt unentschieden gespielt. Viele Torszenen gehabt im Spiel. Leverkusen war auch nicht gut. Ja, also Leverkusen war auch echt, die haben Durchschnittsnote 3,5, wir auch. Also die Mannschaften haben sich hier neutralisiert und ich denke, das 2-2 geht auch soweit in Ordnung, aber wir hatten hier durchaus die Möglichkeiten, noch mehr draus zu machen. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch Zweiter mit 8 Punkten. Ich denke, 4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden ist noch eine ganz gute Statistik und wir gehen in den Nachbericht und gucken uns das Ganze nochmal an. Im Detail, denn ich wäre gerne mal interessiert, was jetzt genau, ja, 7-6 Chancen, 52-48% Ballbesitz. Ich denke, das Spiel war recht ausgeglichen und das 2-2 geht auch soweit in Ordnung, aber wir hatten wirklich die Möglichkeiten, hier noch mehr draus zu machen, ja. Also, vor allen Dingen, Gyrassi hat es heute wieder auf dem Schlappen. Naja, ich denke, wir können uns trotzdem nicht beschweren, wir sollten nicht meckern. Hector sogar in der Mannschaft der Woche. Ich hoffe, das bringt ihm seine Form wieder. Ja, bringt das auch. Sehr, sehr cool. Und ja, Mainz macht momentan echt ein solides... spielt momentan echt eine solide Saison. Ja, mit Salomon Kalou da vorne drin. Ist echt überragend, was die Mainzer da machen momentan. Können wir auch gerade mal auf das Spiel oder auf die Mannschaft drauf gucken oder auf die Tabelle eher. Denn Mainz hängt uns am Arsch, würde ich jetzt mal so sagen. Leverkusen auch, ja, mit 7 Punkten. Wir mit 8 Punkten gleich auf mit Mainz, Bayern und... ja, mit Mainz und Bayern. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass alle vorne momentan die gleiche Saison gespielt haben. Also Bayern, Mainz und wir mit 2 Siegen und 2 Unentschieden nach 4 Spielen. Das ist irgendwie krass. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass 3 Mannschaften den gleichen Auftakt quasi hatten. Torres erreicht neue Erfahrungsstufe, das ist auch gut. Gibt nochmal Stärke für ihn dazu. Unentschieden gegen Homburg. Doch nicht so durchmarschiert. Aber noch nicht verloren. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es so war. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Denkt dran, jetzt am Wochenende geht der Confed Cup los und natürlich gibt es dazu auch Prognosen auf dem Kanal, sowohl bei Kalle als auch bei mir. Ich glaube, wir starten bei Kalle. Werdet ihr auf jeden Fall auch in der FIFA Prognosen, ich denke, ich werde dafür eine eigene Playlist erstellen, werdet auf jeden Fall da drin sehen. Und schaut da vorbei, lasst einen Kommentar, würde mich freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.